Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Super Mario Odyssey. Wir werden heute das Cityland verlassen, weil wir haben ja schon 24 Monde. In den letzten Folge hatten wir 23, aber ja, jetzt fahren wir erstmal los. Ich habe einen Mond gesammelt, der war nicht so schwer. Entschuldigt, ich bin etwas kränklich. Jetzt haben wir 24 Monde. Die tun wir jetzt alle da rein. Und der Counter ist nun auf 114. Und die Odyssee ist leistungsfähiger. Wo können wir nun als nächstes hin? Oh, wir haben wieder eine Wahl. Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du, in welches Land hat sich Bowser wohl verkrümelt? Polarland oder das Küstenland? Ich gehe zuerst ins Polarland. Das Polarland. Gute Idee. Nicht mein überwältigendes, energisches Festival. Tut's mir diese Reise und lese mir ein paar Kleinigkeiten nach. Wandsprung. Ja, ist einfach. Du musst nur an eine Wand springen und dann einfach springen. Bro, das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollen ziemlich beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckergusstorte. Das Polarland. Jetzt ist es ganz verschneit. Schlotter kommen. Geschenk vom Tortendieb. Ich überspringe alles, weil es ist nicht so wichtig, was da dann steht. Wo ist es eiskalt? Ich soll halt besser in die Puschen kommen. Ja, da sehe ich auch den Streifen und daran, das ist das Einzige, wo man sich im Küstenland, im Polarland orientieren kann. Und da ist es tatsächlich auch schon... Hey, hörst du auch was unter dem Schneerumoren? Ja, das höre ich auch. Da müssen wir unbedingt hin. Dahin. Es geht ja voll tief. Flatterkompen-Siedlung. Hast du uns erschreckt? Willkommen in den Flatterkompen. Boah, geil, geil, geil. Ich brauche unbedingt Geld. Oh Gott, wie geil. Ich bin geldgierig. Cool, da ist direkt ein Mond. Kommen wir denn da ran? Ich glaube, ich mache mal Wandsprünge. Mist, nein! Nein! Ich darf die Kartons noch nicht kaputt machen. Oh, da muss man ziemlich vorsichtig sein. Wie soll ich das... Puh, das war knapp. Eingang zu den Schlotterkompen. Hier gibt es eine Röhre. Lila Köns, du gehst schon, na dann tschüss. Nein, nicht tschüss, wir gehen doch noch nicht. Wir bleiben auf jeden Fall hier. So... Dann. Tja. Dann gehen wir mal hier hin. So. Dann. Wir sind hier. Was gibt's denn hier so? Hier gibt es einen Shop. Hier ist Mario schon wieder warm. Das ist ja komisch. Ihm war es noch kalt, jetzt ist warm. Willkommen, mein bärtiger Freund. Ist neuer Artikel eingetroffen. Cool, Ganovenhut und Ganoven-Outfit. Das kaufen wir mal. Wir sind ein Ganove. Und das ziehen wir sofort an. Und das hier auch. Das ziehen wir auch an. Und wir kaufen uns einen Mond. Das sieht ja cool aus, das Outfit. Shopping in den Schlotterkompen. Was hat der lilane Typ denn? Oh, das Polar-Outfit. Aber wir haben gerade nicht so viele lila Coins. Wir haben nur 4. Und für diesen Hut brauchen wir nur, brauchen wir erst 5. So. Wie kommen wir denn da hin? Stampfattacke funktioniert auch nicht. Auch wenn wir auf Bowsers Nase machen. Irgendwie so 4 Räume.
sollen unbedingt den Zugang öffnen. Mal gucken, was wir tun können. Bitte finde schnell die Monde. Ja, das mache ich. So. Da sind wir also. Es kann ziemlich arg laggen. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt so aussieht. Ich muss immer wieder mal gucken. Vielleicht geht's jetzt, weil ich ändere. Das kann doch nicht sein, dass es immer so laggt. Irgendwie. Ich habe immer die falsche Bitrate. Vielleicht geht's jetzt. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist. Sieht bei mir nicht so gut aus. Moment. Hier ist die ganze Zeit mal rum. Ah, das scheint auch nicht zu gehen. Warum funktioniert das nicht? Wie hier schon ein Bosskampf. Was gibt's denn da? Oh, das kann auch nicht sein, dass es die ganze Zeit laggt. Funktioniert es jetzt? Mann, ey. Leute, tut mir leid. Ich finde irgendwie immer nicht die richtige Einstellung. Da müssen wir wohl langsamer hier durchgehen. Was gibt's denn hier? Ein Mund. Ein Mund. Nee. Ein Mond. Ja, ich klicke hier ein bisschen rum, um was zu testen. Vielleicht geht's jetzt. Nein, immer noch nicht. Warum? Früher hat man hier gedacht, hier fällt man runter, aber hier sind nur Lila Coins. Irgendwie voll cool, wenn man den Stick nur ein bisschen bewegt, Mario dann läuft. Der Bosskampf wird jetzt voll blöd. Tut mir leid, ich huste noch. Oh, warum funktioniert das nicht? Tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was heute mit dieser Folge los ist. Funktioniert jetzt auch nicht. Okay, wie wird sie nach oben getragen? Ja. Dann wagen wir uns mal in den Kampf rein. Den Kampf haben wir ja schon mal... Was? Im Seeland gemacht? So, jetzt. Sehr gut. Hä? Was? Wie macht ihr mir Schaden? Ein Herz wird ziemlich blöd. Ihr habt doch gesehen, wie ich den mit Cappy getroffen habe, den Hut. Das ist seltsam. Und hier habe ich noch Lila Coins vergessen. Lila Coins. Bald kennen wir uns das Buch. Outfit kaufen. Warum sterbe ich die ganze Zeit? Aber so leckt jetzt nicht mehr so, oder?
Also, es leckt zwar immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so arg wie am Anfang. Ich find's voll komisch, wenn Mario diese Drehung macht und Cappy wirft, dann dreht sich Cappy. Aber wenn Mario hier Cappy wirft, nee, warte. Nee, wenn Mario hier Cappy wirft, ist Cappy gerade. Was ergibt das für einen Sinn? Was war denn das gerade? So, jetzt nochmal. Ich könnte ja theoretisch auf das Schiff der Bludels drauffliegen. Geht das überhaupt? Jetzt kommt Nervenhut, Nervenhut. Ah, du bist so gemein. Vielleicht, wenn der Bosskampf mehr leckt als das Game, aber da kann ich nicht so richtig was machen. Sehr gut. Nein! Du bist so gemein. Ach, da ist zum Glück noch ein Herz von mehreren. Jetzt lass mich schnell. Geh da rauf, geh da rauf! Warum ist der jetzt verstehe ich. Der wirft zwei Hüte. Einer ist oben, einer ist unten. Auf den einen muss man draufspringen, auf den anderen nicht. Und wir haben ihn besiegt. Ich mag diesen Kampf am allerwenigsten von den Bludels. Weil er, wenn er diesen Hut wirft und wenn er mich verfolgt, das finde ich voll schwierig. Sehr gut, jetzt haben wir hier den normalen Mond und den Geheimmond. Das Schneeberghindernis. Die erste Scheibe hat sich gelöst. Die Macht der Monde wird die Hindernisse öffnen. Ja, genau. Wir gehen jetzt in den zweiten Raum. Übrigens, am Freitag, den 23.07.2021, mache ich meinen allerersten Livestream mit Kamera. Ja, das wird nicht für alle Leute sein, es wird nur, also ich werde dann Leute einladen, also extra meine Freunde dann halt. Das ist halt mein, jetzt wäre weg. Na gut, dann halt nur den ein. Also der Hauptmond hier in diesem. Also ja, nochmal zum Livestream. Bei dem Livestream werde ich Super Mario Odyssey spielen. Ich werde Ballonjagd spielen, Luigi's Ballonjagd. Und da, ist halt so. Es gibt halt Luigi und da musst du halt Ballons finden, die halt aus Spielern von der ganzen Welt versteckt sind. Eigentlich ist das ganz cool. Es kann aber auch sehr frustrierend sein, wenn die Ballons so gut versteckt sind. Ja, und hier ist ein X und hier ist auch der Mond. Der erste. Der Hauptmond in diesem Raum ist einfach alle diese kleinen Viecher-Dings zu killen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Stachis, genau. Du musst halt alle von denen in Gift tun. Nein! Und hier kannst du dann mal richtig abrocken. Und auch Münzen. Ah ne, die geben keine Münzen. Aber ihr seht, ich habe alle getötet. Aber hier gibt es noch was Cooles. Hier gibt es nämlich noch lila Coins. So, noch zwei lila Coins und dann können wir uns schon das eine Outfit kaufen. Und das können wir auch, weil hier sind auch noch mal vier lila Coins.
da noch irgendwas? Nee. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Mond hier. Nicht ins Gift fallen, Mario, nicht ins Gift fallen. Tut mir leid, dass ich so arg huste. Bin etwas erkältet. Mann, warum sage ich das eigentlich die ganze Zeit? So, die zweite Scheibe hat sich jetzt gelöst. Also wir werden noch die restlichen zwei Räume machen. Das Rennen, das dann unter den Dings kommt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Insgesamt gab es 4 Hindernisse. Das heißt noch 2 zu meistern. Genau. Und die 2 machen wir auch noch. Dann sind wir nochmal schon so ungefähr bei 20 Minuten. Ach, dieser Raum. Gähne da. Ich weiß gar nicht. Was machen die für ein Geräusch? Ich habe halt mit meinem Headset. Irgendwie habe ich seit ein paar Tagen das Problem, dass ich den Spielsound nicht mehr höre. Das ist voll blöd, weil ich dann einfach nicht mehr höre, was im Spiel passiert. Das heißt, nur das Mikrofon vom Headset kann ich benutzen. Also wenn du das Headset an Handy ansteckst, dann funktioniert es natürlich noch wie immer, aber irgendwie höre ich den Spielsound nicht. Ich mache das ja mit OBS, ich schließe die Switch ja an den Rechner an. Oh, das sind lila Coins. Und ich schließe die Switch an den Rechner an und beim Rechner kann ich dann mein Headset-Sound und den Spielsound vermischen. Also ihr hört den Spielsound im Endvideo, aber ich höre ihn jetzt irgendwie nicht. Finde ich voll blöd. Oh Mann. Können einem wirklich wehtun. Das heißt, die schnappen nach einem und dann, wenn du halt nicht rechtzeitig rausgehst, dann fressen die dich sozusagen auf und ziehen dein Leben ab. Oh nein, 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 nein. Ich war gerade ganz kurz auf Pause, jemand ist reingekommen. Also meine Mutter. Und da habe ich halt nicht drauf geachtet. Ich hatte ein Leben verloren. Jetzt krieg ich aber hin. Da ist ja eine Stange. Was macht die denn da? Eine Schatztruhe, der geheime Mond. Juhu, 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 juhu. Jetzt, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, das wäre blöd gewesen. Schatz in der Eiswand. Normalerweise geht man wieder über das Ding zurück. Ich mach's diesmal anders. Ich geh voll Risk. Und voll Risk und funktioniert und ich flieg direkt auf den Mond, der uns jetzt gehört. Juhu! Das Eismauerhindernis. Oh mein Gott, tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ich so musste. Aber da kann ich eigentlich auch nichts machen. Ich hab heute noch eigentlich noch gar nicht Muskelsaft genommen. Ein Hindernis bin ich eingegangen. Ja. Jetzt kommt eigentlich mein Lieblingsraum von den allen. Nämlich die Eiszapfenhöhle. Ich finde dieses voll cool. Und ich finde es nicht so cool, wenn ich sterbe, aber. Sonst. Ah! Oh, ich habe gerade aus Versehen gesprintet. Ich dachte, ich würde nicht runterfallen. Hier kann man so leicht runterfallen. Ich kann irgendwie überhaupt nicht auf Goombas aufsteigen. Der Speedrunner springt schon. Wir sind schon jetzt im Sprung. Vorsicht, Eiszapfen. Starte dich. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder volle Leben. Und jetzt brauchen wir auch nur einen Mond. Da haben wir schon alle voll. Aber wir nehmen natürlich auch den Multimond, der mit. Man kann das hier voll skippen, aber ich mach's mal nicht. Denn wir müssen ja nicht in einem Speedrun. Ich habe überlegt, ob ich am Freitag einen Speedrun mache. Das war halt auch dieses Speedrun um 19 Uhr. Aber
ja. Also ich weiß nicht, ob viele von euch wissen, was ein Speedrun ist. Also ein Speedrun ist, du spielst das Spiel so schnell wie möglich durch. Der Weltrekord in Super Mario Odyssey ist bisher 57 Minuten 35. Das ist der Super Mario Odyssey Weltrekord. In unter einer Stunde schafft man es, in Super Mario Odyssey durchzuspielen. So, da musst du alle Eiszapfen drauf fallen lassen. Da gab es ja noch lila Coins, die nehme ich mir gleich. Das sind eigentlich die drei Gumbos da. Die bringen doch eigentlich gar nichts. Ah, jetzt fällt es runter. Aber ich will noch die lila Coins hier haben. Ja, jetzt. So, ich stelle noch die hier. Ansprung, Ansprung, Ansprung. Also, okay, wir haben jetzt schon 27 Lila Coins. Aber es gibt 50. Wir gehen hier auf jeden Fall mal runter und holen uns den letzten Mond für heute. Das Eiszapfenhindernis. Jo Leute, und damit sage ich auch tschüss, bis zum nächsten Video, in dem wir den Schlottern Grand Prix machen werden.